Willkommen bei Kraft Z40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um i30N Performance, einer meiner Lieblingsautos. So, wir haben hier ein Exemplar, das ist der neuere schon. Bremsscheiben, also wer so ein Auto hat, wird früher oder später die Bremsscheiben wechseln müssen. Hier haben wir das Problem, er ist 28.000 Kilometer gelaufen und die Bremsscheiben sind tot. Die Klötze tot. Das kann ich euch gar nicht erklären. Ich zeige euch die mal. Guckt euch bitte diese Klötze an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, so einigermaßen. Die Klötze sind tot, da ist echt kein Millimeter mehr drauf. Einmal die Bremsscheiben, seht ihr, die haben einen Rand, als hätten wir schon 3-4 Bremsscheiben. Ja, also Bremsklötze gefahren. So sehen die ganzen aus. So, wir haben natürlich ein Problem. Der Kunde ist zu mir gekommen, wollte Scheibenklötze bei mir gemacht haben. Wir haben geguckt, in Zubehör gibt es das Ganze nicht. Überall nachgefragt, es gibt es nicht. Nicht bei Bosch, nicht bei ATE, nicht bei THW, überall nicht. Habe ich gesagt, sorry, muss in den sauren Apfel beißen und nach Hyundai gehen. Er ist nach Hyundai gegangen, Hyundai wollte knapp über 4-stelligen Betrag haben, war ihm zu teuer. Auto neu gekauft, nach 28.000 direkt so eine Summe zu bezahlen, verstehe ich den Kunden ganz klar, ist zu viel. Wir haben ein bisschen recherchiert, da sind wir auf diese Bremsscheiben, ja, sind wir zugestoßen. Diese Bremsscheiben kosten bei Amazon, eBay, wo auch immer, genau 335 Euro inklusive Versand mit Klötzen. Haben wir gesagt, können wir probieren, ich kenne die Scheibe nicht. Ich halte immer, ja, ihr wisst, Internetware, die du nicht kennst, weil die Scheiben, die kennen wir nicht. Haben wir gesagt, nee, weiß ich nicht, musst du entscheiden, entscheide du. Kunde hat sich entschieden, hat das Ganze gekauft, hat hier hingebracht. Ich muss dazu sagen, der Kreuzschliff davon sieht gut aus, Material sieht gut aus, passend, alles ganz genau, keine Probleme, der sieht echt sehr, sehr gut aus. Und was ich danach gesehen habe, hat mich dann echt erstaunt. So, das ist einmal diese Bremsscheibe hier, die ist gelocht, also Material sieht gut aus, Kreuzschliff haben wir da deutlich zu sehen, hat auch sogar Laufrichtung links und rechts, aber was mich am meisten gewundert hat, ist einmal das, könnt ihr das hier sehen, genau, ein Hyundai-Zeichen hat das Ding drauf, obwohl er von England kommt, kann ich euch nicht sagen, weil die anderen sind ja nicht gelocht. Und die hier sind gelocht. Deswegen weiß ich nicht, ob die vielleicht sogar Originale sind. Ja, haben wir auf jeden Fall von England geholt, das Ganze. Kostet auch 335 inklusive Versand, das Ganze. Mit Scheiben und Klötze. Und wir werden natürlich das Ding beobachten, wie er sich fahren lässt. Ob irgendwelche Probleme nach der Zeit gibt, ob die beim Warmen werden, ob die einen Schlag bekommen oder nicht, das werde ich euch natürlich berichten. Ne? Weil, ja, wer ein i30M Performance hat, wird früher oder später die Bremsen wechseln müssen. Und ihr müsst ungefähr 4-stelligen Betrag rechnen. Ich hoffe, das ändert sich nächstes Jahr, dass Zubehör die Bremsscheiben auch hat. Aber wenn nicht, dann habt ihr erstmal sozusagen die Arschkarte und dann müsst ihr den sauren Apfel beißen. Aber bei 28.000, ganz ehrlich, darf die Bremsscheibe nicht so aussehen. Weil das hier hat einmal einen Hyundai-Zeichen drauf. Und die Bremsscheiben sind gelocht und haben Laufrichtung. Was auch sehr, sehr gut ist. Weil bei vielen Autos, die eine gelochte Bremsen haben, haben keine Laufrichtung. Ne? Und da könnt ihr immer die Qualität dann halt anhand, weil die keine Laufrichtung haben, ja, würde ich dann sagen, sind halt auch nicht gute Bremsen. Ne? So, wir werden das Ganze natürlich einbauen. Wir werden erstmal mal gucken, wie er sich, ich muss hier einfahren, deswegen liebe ich meinen Beruf. Ich werde das Ganze erstmal einfahren, gucken, wie er sich fahren lässt, wie er bremst. Und dann wird der Kunde den erstmal fahren. Und danach werden wir so, ich sag mal so, nach 10.000 Kilometern, werden wir ein Fazitvideo machen und sagen, könnt ihr euch noch erinnern, wo wir die Bremsscheiben bei dem eingebaut haben und danach werde ich euch die Bremsscheiben, ob wir die empfehlen können, kauft es oder kauft es nicht, das werden wir sagen. Ne? Ansonsten, ja, ich fahre den jetzt einmal ganz schnell ein und ich berichte euch. Ne?
Aber macht guten Eindruck. Aber ich kann euch natürlich erstmal nichts sagen. So, erstmal die Bremsen pumpen. Schön, ist hart. Jetzt fahren wir den. 28.000. Also bei 28.000 finde ich das echt schon ein bisschen arm. Gut, das war ein geiles Auto. Jetzt machen wir schön die Bremsen. So ein geiles Auto, ehrlich. Ich kriege immer, wenn ich den fahre, dann. Ja, die Bremsen sind aber sehr schnell eingefahren. Natürlich haben die keine Farbe drauf, aber man merkt das sofort, dass sie schon sofort halten. Ja, boah, sehr schön. Aber trotzdem jetzt keine kleine Probefahrt. Wenn wir schon so ein Auto fahren, dann fahren wir den mal. Aber ich muss auch sagen, geil. Also bis jetzt geil. Aber natürlich, ne, also neue Bremsen, auch wenn es jetzt schlechte Bremsen sind, fühlen sich am Anfang ein bisschen schlecht an, also sehr gut an, und dann später merkt man das. Aber ich muss sagen, die gelochten Scheiben, man merkt das richtig geil. Die packen richtig sofort. Geil. Weil ihr müsst euch vorstellen, 275 PS, aber ihr habt trotzdem einen Kolben, ne, drin. Keine vier Kolben oder zwei Kolben. Und ist schon geil. Geil, 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 geil. Wird sich der Kunde auf jeden Fall freuen. Und es zittert nicht, das muss ich auch sagen. Okay, ich fahre jetzt auch nicht schnell. Ich fahre jetzt langsam ein, das Ganze. Und ja. Bin mal gespannt. Wir werden mal abwarten, was der Kunde sagt später. Wie sich die Bremsen anfühlen nach paar tausend Kilometern. Aber ganz ehrlich, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Die Scheiben sind richtig robust, also sehr richtig robust. Und Qualität war richtig gut. Kennt ihr das, wenn ihr Bremsscheiben einbaut, die, wo ihr Bolzen habt? Ne, die passen nicht sofort. Da musst du ein bisschen mehr fummeln. Und dann die Löcher passen nicht. Und hier habt ihr das Ganze schon. Weißt du, das ist schon. Das hat perfekt gepasst. So, meine berühmte Stelle immer, wo ich hier wende. Boah, geil. Die Bremsen echt geil. Geile Dinger. Ja, man sagt ja auch immer jetzt, bevor jetzt Kommentare kommen, an Bremsen soll man nicht sparen. Aber ganz ehrlich, Jungs, bei 28.000 solche Bremsen, dass die so verschlissen sind, das ist krass, weil der Kunde hat ja davor gemeckert, dass der zittert, ne? Und das ist schon krass, also bei 28.000, also wäre ich auch sauer, ne? Aber es ist sauer, enttäuscht, weil ich selber fahre ja auch einen neuen Tiguan, der hat annähernd so viel PS, ein bisschen gechippt und so, und ich habe 35.000 und die Bremsen sehen noch wie neu aus, ehrlich, wie neu, und das ist krank, also man sieht den Unterschied der Qualität, ne? Ich weiß es nicht, ob es an der Qualität lag, an den Bremsscheiben, Bremsklötzen. Die Bremsscheiben bei 28.000. Was sagt ihr dazu? Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare mal schreiben, was ihr dazu sagt, dass 28.000 bei den Bremsen gut sind oder schlecht sind. Was sagt ihr? Weil ihr habt ja bestimmt auch so ein Auto, habt ihr auch das gleiche Problem. So viel dazu. Ich werde euch auf jeden Fall im Laufenden halten. Wir werden schauen, ob der nach 10.000 Kilometern echt gut ist oder nicht, ob ich euch den empfehlen kann oder nicht. Okay? Euer Kfz-Fuzzi, bis dann.